Jojojo, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von uns. Und ihr seht im Hintergrund schon ein ganz normales Spiel gestartet. Und heute soll es mal um den Score bzw. die Punkte in Age of Empires 3 gehen. Und die seht ihr, wenn ihr das aktiviert habt, hier oben rechts in der Ecke. Und ihr seht, die zwei Nationen starten mit den gleichen Punkten. Und was die euch aussagen im Spiel, also was dieser Score bedeutet, beziehungsweise was er beinhaltet und wie er sich im Spielverlauf ändern kann, beziehungsweise woher die Höhe sich zusammensetzt. Das klären wir alles hier in diesem Video und als allererstes ist natürlich wichtig, sich den anzeigen zu lassen, denn so seht ihr dann im Laufe des Spiels, ihr seht jetzt, die Wild sammeln hier ein bisschen Nahrung ein und schon wird der Score hier nach oben gehen. Und wie man sich den anzeigen lassen kann, das ist ganz einfach unter Optionen zu finden, dann UI-Optionen und hier seht ihr Spielerpunktezahl anzeigen. Da muss aktiviert sein, also das muss aktiviert sein, dann auf Anwenden klicken und schon bekommt ihr diese Übersicht. Und genau, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an und gehen mal ein bisschen auf die einzelnen Punkte ein. Yo Boys und damit nochmal ein Hallo von meiner Seite und ja, was sagen uns denn jetzt die Score-Punkte eigentlich aus? 100 Score-Punkte zum Beispiel heißen nichts anderes als 100 Ressourcen. Der Score erhöht sich halt beim Ressourcensammeln, dazu gehört auch Export und Einfluss und insgesamt hat er auch immer ein bisschen Delay, also wenn man gerade die Ressourcen gesammelt hat, dauert es mal ein bisschen, bis sich das im Score dann anzeigt. Im Idealfall steigt der Score natürlich übers Spiel hinweg stetig. Also Leute, das Ganze heißt, man sammelt Rohstoffe und man investiert diese dann zum Beispiel in Gebäude oder in Einheiten und das ändert am Score nichts, weil ihr habt ja an sich nichts verloren, ihr habt einfach nur die Ressourcen, die ihr habt, in halt ein Gebäude oder Einheiten investiert und an sich sind die Ressourcen zwar umgewandelt, aber sie sind immer noch da. Wenn ihr dann die Einheiten oder die Gebäude verliert, dann verliert ihr damit natürlich auch die Ressourcen und der Score droppt in dem Fall. So, schauen wir uns das doch mal an einem ganz einfachen Beispiel an. Wir haben jetzt hier eine Kaserne und hier sehen wir, dass ein Musketier 75 Nahrung und 25 Gold kostet, also insgesamt 100 Ressourcen. 100 Ressourcen bedeuten halt 100 Score. Das heißt, wenn ich den hier jetzt cue, werdet ihr gleich sehen, dass der Score um 100 Punkte nach unten geht. Das aber nur so lange, wie der in der Warteschleife ist. Sobald ihr wieder rauskommt, habt ihr ja eure Ressourcen investiert und damit wieder zur Verfügung. Das gleiche gilt natürlich jetzt auch für die Militärentwicklung. Das heißt, wenn ich ihm hier die Veteranenentwicklung mit insgesamt 400 Ressourcen, also 400 Punkten auf den Weg gebe, dann wird der Score um genau 400 eben auch sinken für die Zeit, wo die Ausbildung hier stattfindet. Wenn die fertig ist, wird er wieder steigen. Das heißt, unterm Strich, wenn die Ausbildung durch ist, wird sich da nichts ändern. Ein Musketier hat genau danach genauso viel Score wie vorher. Und was auch noch wichtig zu erklären ist, ist glaube ich, dass das Ganze bei wirtschaftlichen Entwicklungen, sprich hier bei zum Beispiel Jagdhunden, nicht der Fall ist. Also wenn ich ein Jagdhund hier hole, der bringt hier bei dem Score überhaupt nichts. Da passiert gar nichts, ne? Genau, ansonsten, wenn ihr aged, verliert ihr keinen Score, auch wenn ihr sozusagen die Ressourcen verbraucht habt. Es zählt das Age-Up sozusagen mit in den Score rein und ja, der Score droppt nicht. Tiere und Kirschgärten zählen auch nicht dazu, bis ihr sie natürlich verbraucht. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen Kirschgarten platziert, bekommt ihr jetzt keinen Score oder wenn ihr irgendwelche Tiere einsammelt, bekommt ihr auch keinen Score, außer ihr sammelt dann halt die Nahrung von dem Tieren oder Kirschgärten. Und am Gemeindeplatz beeinflusst ihr den Score auch nicht, außer ihr tanzt halt natürlich für Rohstoffe oder Units. Dann sind das ja sozusagen auch Ressourcen, die ihr bekommt und das erhöht dann natürlich den Score. Und wenn ihr am Marktplatz mit Ressourcen tradet, ändert sich der Score immer um die verlorene Differenz. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt 100 Nahrung gegen 70 Münzen austauscht, macht ihr sozusagen minus 30 Score. Also Leute, jetzt mal ganz konkret, was sagt uns der Score denn jetzt eigentlich? Es ist eigentlich ein direkter Vergleich der Wirtschaft, also der gesammelten Ressourcen von beiden Seiten. Und es ist natürlich eine kleine Herstellungsverlustrechnung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen dicken Fight hattet und ihr dacht, ihr geht beide so vielleicht mit plus minus null Truppen raus und denkt euch, ja okay, das war jetzt vielleicht nicht, der Fight war jetzt nicht ganz so gut, könnt ihr am Score erkennen, wer halt mehr Score gedroppt hat, wer eigentlich den besseren Trade gemacht hat. Wenn ihr zum Beispiel beide gehen mit einem Score von ja, 20.000 rein und danach hat der eine noch 18.000 und der andere 15.000 Score, wisst ihr, okay, alles klar, ich habe in dem Fall den Fight deutlich besser genommen, auch wenn ich jetzt mit genauso wenig Truppen rausgehe, ich habe weniger Ressourcen verloren.
Und ja, also ich habe sozusagen weniger Einbußen gemacht. Und man kann natürlich erkennen, wenn man jetzt irgendeinen Schaden gemacht hat, wie zum Beispiel Wills gekillt hat oder Gebäude zerstört hat, dann erkennt man das natürlich auch am Score. Was der Score jetzt nicht aussagt, ist, wann der Feind zum Beispiel jetzt aged natürlich, in was er die Ressourcen investiert hat, also ob er die jetzt in viele Gebäude investiert hat, in Units oder Echo und wie stark das Militär halt ist. Also ein hoher Score heißt nicht gleich, okay, der Gegner hat eine fette Army, sondern das heißt, er hat zwar viele Ressourcen, aber wie er die Ressourcen jetzt investiert hat, weiß man nicht. Und man kann nur so ganz grob wissen, was er sich vielleicht gerade schicken lassen hat. Ist natürlich schwierig zu erkennen, weil der Score halt, wie gesagt, halt stetig steigt und deswegen ist das eher ja, bedingt möglich. Schauen wir uns doch jetzt mal die Heimatstadtkarten an, beziehungsweise was sich dort verändert. Als allererstes sagen wir mal dazu, dass wirtschaftliche Entwicklung, also sowas hier wie zum Beispiel die Silberschmiede, oder auch ganz normal die nachhaltige Landwirtschaft. Wenn man die ins Deck reinpackt und sich die schicken lässt, dann passiert an dem Score rein gar nichts, weil diese Entwicklung kann man halt nur per Heimatstadt bekommen und nicht im Spiel entwickeln. Aber indirekt passiert schon was, denn ihr sammelt also schneller Rohstoff und damit bekommt ihr auch schneller mehr Score. Schauen wir uns das Ganze mal für militärische Verbesserungen an. Also sprich, wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, die Infanterieangriff verbessern möchten im Team, ist das ebenfalls zwar eine militärische Entwicklung, aber eine Entwicklung, die wir nicht direkt im Spiel machen können. Das heißt, auch hier keine Auswirkung auf Rohstoffe bzw. den Score. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir uns Units schicken lassen möchten, zum Beispiel Kanonen oder eben wirklich einzelne Units, aber auch zum Beispiel Wills gleich direkt am Anfang. Die sind im Spiel verfügbar, man kann sie ausbilden, sie kosten Rohstoffe und damit steigt der Score, sobald dieses Shipment ankommt, um die Anzahl, eben, die diese Einheiten im Spiel kosten. Weiter geht es dann mit indirekten Auswirkungen, nennen wir sie mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Aufbau hier, ein Fort oder zum Beispiel auch eine Fabrik im vierten Zeitalter. Ganz klassisches Beispiel. Sobald ich mir beide Sachen geschickt habe, habe ich einen Wagen. Und der Wagen, wie schon erwähnt, ändert sich halt erst, wenn er aufgebaut wurde. Wenn das Gebäude steht, zum Beispiel auch Außenpostenwagen und so, sobald die gebaut wurden, erhöht sich dadurch halt auch der Score. Genauso ist es mit Rohstofftruhen. Die lasse ich mir zwar auch schicken, sind Rohstofftruhen, aber erst wenn sie eingesammelt wurden, dann erhöht sich eben der Score, also ganz logisch eigentlich. Dann haben wir halt noch weitere Entwicklungen, wie zum Beispiel im vierten hier die Befestigung. Schwere Befestigung, die entwickelt quasi im Game schon Entwicklungen, also zum Beispiel den Spähturm und den Wachturm entwickelt die. Und damit nimmt sie euch quasi Rohstoffe ab, weil ihr müsstet diese Entwicklungen im Spiel teuer vornehmen, auch für die Mauern und sowas. Und das macht diese Karte halt alles automatisch. Also greift sie auch auf Rohstoffe indirekt zurück und damit erhöht sich auch wieder euer Score, weil ihr habt diese Rohstoffe eingesetzt, also werden sie da auch angezeigt. Und das war eigentlich alles Wichtige aus dem Heimatstadt-Deck. Jo Leute, ich würde sagen, das war ein kurzes Video zum Score. Ich denke mal, es ist interessant zu wissen, aber wie viel man da jetzt in-game davon Gebrauch macht, ist eher bedingt. Aber trotzdem ist es ganz gut zu wissen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's besser, haut rein und bis zum nächsten Mal.